Hello to everybody and welcome to this new Hallo, herzlich willkommen in dieser neuen Sitzung über Fortschritte und neue Technologien. Wir werden drei große Redner haben heute Nachmittag. Nachmittag in Barcelona, natürlich vormittags in Kanada und in den USA, frühmorgens. Und wie Sie sagten, ist das jetzt eine spezielle Sitzung, die sich fokussiert auf neue Technologien. Und unsere erste Rednerin ist Frau Natalia Gomez-Ospina. Sie ist an der Stanford University in der Pädiatrieabteilung und für medizinische, genetische und Stammzellen. Und sie wird hier über Genom-Editing sprechen und MPS. Natalia, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. So it seems like we are ready. Ja, anscheinend sind wir bereit, um loszulegen. Und jetzt möchte ich gerne meine Folien sehen. Nein, doch nicht. Sorry, I'm just trying to control. Entschuldigen Sie, ich möchte Sie gerne weiterklicken können. Sorry for the... Entschuldigen Sie die Verzögerung. So, ich möchte nur mich vergewissern, dass es funktioniert. Ja, Entschuldigung. Ja, ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein, heute, um Ihnen etwas zu sagen, was wir machen, Genomedition. Und natürlich wäre es schön, in Barcelona zu sein, aber das sind meine Offenlegungen. Ich arbeite für diese ganzen Organisationen, die Sie hier sehen können, und ich bin auch Mitglied eines wissenschaftlichen Beirates, und ich hoffe, dass Sie am Ende dann in der Lage sind, dieses Thema besser zu verstehen, die Plattformen, wie sie funktionieren und auch der Kontrast zwischen ex vivo, in vivo Experimenten. Und ich werde auch darüber sprechen, was bei den klinischen Tests stattfindet, obwohl seit 2019 nicht so viel passiert ist. Ich bin mir sicher, dass unter Ihnen wenige der Meinung sind, dass diese Krankheiten schnell heilbar sind. Das ist das Ziel der Gentherapie. Und so, wenn wir die Gentherapie als langfristige Therapie für die Zellen betrachten, dann kann man das vielleicht in diese drei Teile teilen: die nicht integrative Viren, die integrativen Viren. Meistens sind das Retroviren und Lentiviren, und dann Genomedition, und alle kennen das, aber das ist natürlich nur eins vieler Techniken. Trotz der großen Fortschritte, wirklich große Fortschritte bei der Genomedition, sind diese Modifizierungen, konkrete Modifizierungen, besser sein für die Expression von bestimmten Genen. Und Sie wissen wahrscheinlich all das, Genome Editing mit Sequenzen arbeiten. Wir denken immer darin, als würden wir eine schlechte Sequenz nehmen würden und sie korrigieren würden in eine gute. Aber nein, dadurch können wir oder sind wir in der Lage, neue Sequenzen zu schaffen, die vielleicht noch einen höheren therapeutischen Wert haben können. Im Zentrum all dieser Edition ist die Tatsache, dass man Doppelstrang-DNA schaffen kann. Und diese Doppelnukleasen, die geschaffen wurden, die sind wichtig für die DNA. Hier haben wir die neuen Plattformen mit diesen Kernen. Hier haben wir diese Modelle, die anpassbar sind mit Sequenzen, mit einer Nuklease. Das ist nicht spezifisch für DNA. Auf der linken Seite sehen wir die Zinkfingernuklease. Hier haben wir
diese FOC1-Nuklease für diese bindende Domänen und jede Domäne, die erkennt drei davon. Und hier brauchen wir diese Technologie. Und Sie können sich vorstellen, dass für jede Zielsequenz wir ein Proteindesign brauchen, was wirklich dazu geführt hat, dass der Zustand entstanden ist und dass dies auch nicht kommerziell verwendet werden konnte. Die dritte Plattform für Gene Editing sind diese RNA-geleiteten Plattformen. Das ist ein Mechanismus, der Immunität vor Bakterien schafft. Und wir nutzen normalerweise eine modifizierte Version dieses Systems. Und das ist reduziert worden auf zwei Komponenten, geführte RNA und CRISPR-assoziierte oder Cas9-Systeme. Beide führen diese Nuklei zu ihrem Zentrum und man versucht hier 20 Nukleotypen zu definieren. Und aufgrund dieser RNA-Plattformen muss man nur die Sequenz ändern. Es ist also viel einfacher, eine Sequenz zu ändern. Und diese Versatilität und Vielschichtigkeit hat dazu geführt, dass Genome für viele Zwecke hier geändert werden können, für klinische Entwicklungen auch unter anderem. Die meisten Plattformen, die auf Doppelstrang-DNA basieren, die haben zu sorgen, geführt über Genome und da gibt es einige Änderungen in diesen Plattformen, die nötig sind. Zum Beispiel diese CRISPR-Editing benutzt diese Cas9-Nuklei, um diese Basisenzyme auf die abzuzielen in bestimmten Punkten. Und sie haben spezifische Änderungen, die wir tun können. Und das heißt, wir haben hier ein enges Fenster für diese Sequenzierung. Und beim Prime Editing, hier haben wir die Prime Editors oder Editoren, die diese Skriptase einsetzen. Und außerdem haben wir ein PEG-RNA. Hier haben wir einen Teil, der dieses Nukleum zur Sequenz führt und ein anderer Teil, der ein Modell hat für diese Sequenzveränderungen. Diese Base Editors, die erlauben es, Änderungen durchzuführen, aber die Prime Editing, bei denen kann man wirklich richtige Konversionen zu machen bei Mutationen und anderen. Und das ist sehr interessant. Sie werden gerade entwickelt, also man kann noch nicht so viel darüber berichten. Das ist noch in einer sehr frühen Phase. Wenn wir zurückkehren, alles beginnt mit diesem Doppelstrandbruch, der diese Reparaturmechanismen auslöst. Und hier haben wir diese Kombination der verschiedenen Systemen NHEJ und HDR. Und wir haben kleine Einsätze bei diesen Brüchen, kleine Reparaturen. Und auf der rechten Seite sehen wir, bei HDR muss man dieses Muster haben für die Reparatur dieser Sequenz. Wir haben dieses Muster und dieses Modell und da kann man viel spezifischer werden in den Änderungen. NHEJ, therapeutisches NHEJ, das sehen wir hier. Das was ich hier zeige, ist ein Muster, was wir bekommen für unsere therapeutische Anleitungen. Wir haben diese ganzen Zahlen, die Resultate, die voraussehbar sind. Und man sieht ganz oben, wenn Sie das lesen können, haben wir eine prädominante Einfügung. Aber da gibt es eine Art Muster. Also man kann das generieren. Man kann diese multiplen Ergebnisse generieren. Und wir haben das viel eingesetzt. Wir haben vieles geforscht. Wir schneiden diese Sequenzen, können Gene unterbrechen. Aber wenn man genug von der Regulierung versteht, kann man auch diese regulatorischen Elemente unterbrechen, so dass der Endeffekt auf die Expression eine Aktivierung oder eine Regression sein. Und wir haben ein wunderbares Beispiel davon, was Sie hier sehen können. Und anstatt zu versuchen, dieses Resultat zu erreichen, wollen wir versuchen, sehr präzise zu sein. Dafür brauchen wir zwei Anleitungen und
die können gut sein, auch für eine Therapie, weil, stellen Sie sich vor, dass Sie das einsetzen für eine Expansion von Nukleotiden zum Beispiel. Und Sie können es auch nutzen für die Wiederherstellung von einem Leserahmen ohne Protein oder mit Protein. Es kann sein, dass bei einer Sequenz Sie ein plus 1, plus 2, plus 3 bekommen wollen. Da können Sie den Rahmen wiederherstellen und Sie können die Anleitung finden, um das zum Teil zu erreichen. Das sind keine großen Dinge, aber sie können therapeutisch relevant sein, wenn man weiß, wie man sie einsetzen soll. Und hier haben wir diese HDR-vermittelten Genome und das Editing. Normalerweise wird das für Nukleotide, das ist die wichtigste pathogenische Mutation, das scheint auch sehr effizient zu sein. Aber Sie wissen, dass bei den meisten genetischen Erkrankungen, da gibt es viele Mutationen und da müssen wir die ganze Codierungssequenz einsetzen im Promoter und dadurch bekommen wir eine universale Therapie für alle Patienten. Man muss nämlich nicht nur auf eine Mutation abzielen, man kann seine Gene unter Kontrolle halten, sozusagen in dieser endogenen Kontrolle. Und hier auf der anderen Seite haben wir die Sequenzen und dadurch kann man Überexpression oder regulierte Expression zu erreichen und ich werde Ihnen zeigen, wie man das tut. Und diese Kassetten, die werden auch abgezielt in Richtung eines sicheren Hafens. Manchmal muss man sich auch auf diese Punkte oder mehrfachen Punkte konzentrieren. Und wir können ein Toolkit haben für genetische Modifizierungen. Das können wir nicht haben, aber wir können in Richtung Therapie arbeiten. Und diese Komponenten müssen effizient abgezielt werden auf die richtigen Zellen. Und es gibt zwei Methoden, in vivo oder ex vivo. In vivo wird im Organismus durchgeführt und im ex vivo Ansatz brauchen wir die Modifizierung der Zellen. Die Zellen müssen isoliert werden, sie müssen verfügbar sein für eine Transplantation. Wir brauchen eine Zelle aus der Pathologie, die auch ein regeneratives Potenzial hat, was sich verändern kann. Die Vorteile und Nachteile, diese zwei Ansätze, Sie können sich vorstellen, bei ex vivo ist alles viel komplizierter, was die Herstellung angeht etc. Und in vivo, da muss man die Kontrolle über die Resultate behalten und ganz genau abzielen. Und bei ex vivo haben wir vielleicht die beabsichtigten, aber auch unbeabsichtigten Ziele erreichen. Und die kann man dort testen, bevor man an den Patienten geht. Damit Sie das verstehen können, besser verstehen können, hier haben wir ein Bild. Wenn Sie gut verstehen, wie die Pathophysiologie der Krankheiten funktioniert, kann man viele Strategien einführen und das auch bei MPS. Das ist ein Beispiel, das ich bereits erwähnt habe, für die Sichelzellerkrankung. Das sind Erkrankungen, die viele Menschen auf der ganzen Welt betreffen. Normalerweise sind die gesunden Zellen rund und sie transportieren den Sauerstoff durch den Körper. Und bei einer Sichelzellerkrankung werden diese Zellen klebrig, sie werden hart, sie sehen aus wie eine Sichel und sie sterben früh. Die haben viele Probleme, das verursacht auch Schmerzen. Und die Sichelzellkrankheit, die verlangt eine Substitution von einer Reihe von Glucosäuren, die verändert werden müssen. Und wir wissen, wir können diese Reparaturen einsetzen, um diese Zellen wieder in normale Zellen zu verwandeln. Und in einem klinischen Test wir werden bald damit beginnen. Und auch bei Hämoglobine, wir haben ja alle gehört, wie das reguliert wird im Körper. Und auch die Expression von Hämoglobin, wie die gesteigert wurde. Und die Symptome. Und Sie wissen, dass es einen Repressor gibt.
BC11A. Und wir haben uns überlegt, wenn wir diese Region abzielen, um diese Expression zu reduzieren und das Hämoglobin zu steigern. Ja, normalerweise ist das ein Problem bei vielen Patienten, die diesen Ansatz nicht haben. Aber dieser Ansatz ist sehr effektiv und es ist der erste ex vivo Ansatz für diese genetischen Erkrankungen. Wir haben schon eine Reihe von Patienten, die seit 2 Jahren damit behandelt werden, mit Sichelzellerkrankungen und mit Transfusionen werden sie behandelt. Keine unerwünschten Effekte und die sind sie haben keine Vesikelprobleme gehabt bis jetzt, diese Patienten. Also es ist alles sehr vielversprechend. Und wie sieht es bei MPS aus? Ich denke, das ist ein weites Feld für neue Therapien. Und Genom-Editing oder Edition ist für LSDs sehr interessant. Sie wissen alle, ich hoffe, was Lysosome tun und sie verstehen ihre Funktion und sie beeinträchtigen viele Systeme. Es ist hier natürlich komplexer, die richtigen Zellen abzuzielen bei einer Immunerkrankung. Das ist der Ansatz. Und Sie kennen sich gut aus, alle mit dem Konzept der Querkorrektur in der Basis von LSD-Therapie und von Enzymen. Und das bedeutet, dass diese Zellen sich selbst korrigieren oder querkorrigieren können. Und außerdem für die Personen, die versuchen, diese Erkrankungen zu untersuchen, man kann bestimmte Enzyme abzielen im Körper. Man muss also nicht anders vorgehen. Die Ansätze sind unterschiedlich. Und was ist die Entscheidung über die richtigen Enzyme, die abgezielt werden müssen im Körper? Sie wissen, haben schon gehört über die zugelassenen Optionen für LSDs und für MPS-Erkrankungen. Und hoffentlich kennen Sie auch die Vorteile und aber auch die Herausforderungen dieser Enzymersatztherapie, so wie es jetzt getan wird, in intravenöser Form. Und es ist auch eine sehr teure Behandlung für Patienten und über Jahrzehnte hinweg wurden Transplantationen auch durchgeführt, um diese Krankheit zu stoppen. Aber aufgrund dieser Sterberate der Mortalität und der Krankheit wird es eingesetzt. Und für uns ist es besonders interessant, weil es ein klassisches Multisystem bildet. Die Therapie, die zielt auf all diese Organe ab. Sie haben viele Fehler mit residueller Aktivität. Viele Patienten haben fast null enzymatische Aktivität und die haben auch einen schweren Verlauf. Und hier sehen Sie die Enzymaktivität bei den Patienten, die mit einem unterschiedlichen klinischen Verlauf haben. Aber was uns das sagt über diese Therapie, man muss etwas erreichen. Viele liegen nicht bei 100%, einige bei 50%. Und das wird schon einen Unterschied machen für die Patienten. Warum ist MPS interessant für uns in den USA? MPS 1 ist Teil neuer Screening-Programme in vielen Staaten, vor allem in Kalifornien, da wo ich bin. Und das war wirklich eine interessante Erfahrung in den letzten Jahren, diese Patienten zu diagnostizieren über Screening.
Und das neue, der neue oder der erste Ansatz, den wir hatten, der hatte mit der Korrektur zu tun, den Korrekturmechanismen. Und wir dachten, die Leber würde ein guter Punkt sein. Und wir haben versucht, diese Codierungssequenz hier einzusetzen. E2S zum Beispiel in den Albumin-Locus. Das ist ein In-Vivo-Genom-Editionsprogramm mit einer Codierungssequenz und einer Insertion in diesen Albumin-Locus. Und den Albumin-Gene, das wird in-vivo getan und das Ziel ist die Leber. Und das war eigentlich der erste menschliche Versuch dieses In-Vivo-Genom-Editing. Es ist ein großer Meilenstein, das ist der klinische Versuch für MPS1. Das sehen Sie hier, Phase 1-2, klinischer Versuch von SB318, Zinkfinger vermittelt in vivo und mit mildem MPS-Verlauf. Warum? Für, wie gesagt, für abgeschwächte Krankheitsverläufe. Wir haben hier die Kriterien, die Zulassungskriterien. Und es gibt wahrscheinlich einige, die sich besser auskennen als ich mit den Ergebnissen dieser Studie, aber das ist öffentlich verfügbar, was die Daten angeht. Das stammt von 2019 und wir wissen, dass es keine unerwünschten Effekte gab, was natürlich sehr begrüßenswert ist. Es sieht sicher aus. In den Leukozyten gab es eine erhöhte Aktivität, aber es konnten keine Änderungen in den GAGs oder Enzymen gemessen worden. Es gibt natürlich einen Nachteil bei In-Vivo-Experimenten. Wie kann man die Effizienz messen? Und es gibt Daten, die noch gesammelt werden müssen. Und wir haben auch einen Versuch für MPS2. Ähnliche Kriterien, ähnliche Daten. Und wir hoffen, dass 2020 die Daten dann noch verwertet werden. Auch bei geschwächten Krankheitsverläufen hier haben wir die Dosierungen und wie dieser Versuch durchgeführt wurde. Und hier haben wir noch mehr Patienten für MPS2, keine unerwünschten Effekte. Und man konnte im Plasma, in der IDS-Aktivität, konnte man keine Veränderungen feststellen. Aber wir müssen noch mehr Daten verwerten. Das ist ein Ansatz in vivo. Aber wie sieht es bei ex vivo aus? Und dazu gehen wir zurück zu dem Gedanken, dass bei MPS1 normalerweise bei Kindern unter 10 Jahren und dass normalerweise die Therapie allogenische Transplantation sein wird. Und wie funktioniert HSCT bei diesen Patienten? Es generiert diese Makrophage, diese Monozyte und Makrophagen. Und wahrscheinlich ist diese Migration wird ausgelöst zum Teil durch diese Konditionierung und auch durch diese Schädigungsprozesse im Gewebe. Es gibt hier eine wichtige Rolle für diese Monozyte und Makrophage und diese HSCT-Arbeit. Da geht es um die Gewebeinfiltration. Im Vergleich zu den In-Vivo-Experimenten haben wir hier dieses andere Bild. Wir nutzen das Blut, um das Gehirn zu behandeln. Aber da haben wir auch eine Querkorrektur, da diese Makrophage diese Funktion übernehmen können. Das ist ein vernünftiger Ansatz für die Patienten, die diese Modifizierungen aufweisen, aber wir wollen auch diese Zellen nutzen zu diesem Zweck. Das haben wir getan. Und wir haben auch ein Targeting durchgeführt. Wir versuchen, einen sicheren Hafen anzupeilen. Und hier haben wir diese Makrophage in den Gewebe, die auch effektiver arbeiten können. Anstatt
individuelle Mutationen anzupeilen oder individuelle Gene, haben wir beschlossen, diesen Safe Harbor anzupeilen. Warum? Er hat eine essentielle Funktion in der Entwicklung und er kann auch kooptiert werden für die Expression von anderen Genen. Hier gibt es eine hohe Prävalenz der CCR5 und sie haben auch Varianten. Das hat viele Vorteile. Der erste, man kann die Expression erhöhen. Und wir haben auch die Mittel, um das zu tun. Und zweitens, es ist eine Lösung für die Pathogenizität der Allele. Und man kann auch diese Sequenzen modifizieren. Zum Beispiel können Sie die oder die Elemente hinzufügen, können Sie sie stabiler machen. Das wird eine sehr flexible Plattform, weil man sehr viel Energie investiert, um die Sicherheit zu verstehen. Und es ist besser, wenn man in der Lage ist, eine effektive Leitlinie zu finden, um sie für mehrfache Spezifizierungen einzusetzen. Hier haben wir das Cell Engineering mit den Modifizierungen und die Frequenz der Modifizierung kann getestet werden. Das sind zum Beispiel Kassetten, die wir genutzt haben. Eine mit diesen Protein in vivo Tests. Und wir wollten einen Promoter nutzen, aufgrund der Arbeit, die schon mit Antiviren geleistet wurde. Und wir haben festgestellt, dass es gut wäre, sie überzuexprimieren. Und man kann sie isolieren und man kann sie charakterisieren. Und auf der linken Seite unten sehen Sie die Frequenz der Modifizierungen aufgrund der Werte der modifizierten oder Zellen. Hier haben wir verschiedene menschliche Spender und ein großer Teil kann editiert werden. Und wenn Sie jetzt nach Spendern sich orientieren, dann sehen wir, dass sie effizient so zwischen 40% und 50% liegt, auch die klinische Effizienz. Wenn wir sie differenzieren in vivo, um Makrophage herzustellen, denn Makrophage sehen aus wie Makrophage, aber sie haben auch andere Expressionen. Und diese Zellen, die exprimieren 54% von nicht editierten Material. Die großen Sorgen, die manchmal Menschen haben, werden auf vielen Internetseiten gelesen. Aber wir haben hier in diesem Fall diese Projizierung genommen, wo können wir die Brüche erreichen. Wir haben hier diese aleatorische Sequenzierung, wir haben verschiedene Spender in Betracht gezogen und wenn man mit Cas9 beginnt, sehen wir, dass wir bei einer Effizienz von 90% und etwas liegen und alles, was darüber liegt, über diesen Wert, dann betrachten wir das als guten Kontrollindikator. Und wir hatten 4 Punkte, die darüber lagen. Und wir haben hier diese Modifizierung, die Sie sehen können. Und alle waren intronisch. Und wir haben auch versucht, eine High-Fidelity Cas9 zu schaffen. Und dieser ganze Lärm verschwindet dann, wenn man die einsetzt. Hier sehen wir, was wir hier identifiziert haben. Mit humanen Zellen zu arbeiten ist gut, weil man die Zellprodukte anpeilt. Aber es gibt auch Einschränkungen in der Effizienz des Modells. Man muss auch die Abweisung dieser Zellen mit der Abweisung rechnen. Wir haben mit einer Erkrankung begonnen, mit MPS2. Wir haben auch Mäuse genutzt. Das ist eine immunokompetente Linie
Und für uns gibt es auch diese Immunokompromisse, die bei Patienten mit MPS1 ziemlich gut ist. Und Sie sehen, sie haben keine enzymatische Aktivität, GAG ist relevantes Gewebe, sie haben Skelettprobleme, die getestet wurden bei Mäusen. Und auch morphologische Veränderungen, die leicht zu erkennen sind. Und jetzt haben wir die Zellen, wir haben die Mäuse. Jetzt können wir zum Experiment schreiten und sehen, was passiert. Sind diese Zellen effizient? Die Transplantation dieser Zellen kann die biochemischen Phänotypen verbessern. Das erfordert Zeit. Sie sehen hier die Produktion von GAGs, erfordert Zeit. Keine Normalisierung im, ja, also es geht zurück, aber kein signifikativer Rückgang bei GAGs. Und wir sehen hier die Rekonstitution in diesen Linien. Dann haben wir die Skelettexpression, die sehen wir auch hier. Und im zentralen Nervensystem sehen wir hier die Primärnerven. Hier vergleichen wir die Grafik rechts und links. Hier wird auch alles verglichen, das Gedächtnis zum Beispiel oder Angstzustände und so weiter. Ein Großteil davon, und wie wichtig es ist wichtig, dass die Zellen sind der wichtigste Bestandteil. Conditioning bedeutet, dass der Empfänger auch bereit sein muss und vorbereitet werden muss. Und eine Reihe von Forschern haben festgestellt, dass dies besser ist als zum Beispiel Bestrahlung. Hier haben wir den Standardweg, den wir hier sehen können. Und wenn man zu diesem Conditioning, auf dieses Conditioning umsteigt, dann bekommt man interessantere Ergebnisse. Was passiert, ist, dass die Anzahl von Humanzellen, die Sie sehen, bei diesen Mäusen, die hat sich verändert. Aber sie sind eingebettet und sie sind viel höher. Und das stärkt die Zelldosierung und auch, es gibt hier eine bessere Konditionierung der Zellen. Und das heißt also, dass hier eine Verbesserung zu verzeichnen ist bei den Viszeralorganen, enzymatische Aktivität, Irrigation und was da alles passiert. Und hier gibt es eine Verbesserung in den GAGs und auch eine Reduzierung in den Gehirn-GAGs. Und die Zellen sind leichter zu finden, diese Humanzellen, die identifiziert werden in diesem Beispiel, wurden hier mit den Nuklearproteinen identifiziert. Diese Zellen wurden transplantiert und können im Gehirn gefunden werden, aber auch in anderen Bereichen. Das habe ich beschrieben als Plattform. Wir haben es genutzt auch für andere Erkrankungen. Ich wollte nur kurz erwähnen, wie sie funktioniert, wie wir sie angepasst haben, weil es ein potenzielles Problem gut gelöst hat. Einige Enzyme kann man natürlich voraussehen. Die können überexprimiert sein in anderen Kompartimenten. Und das stimmt auch in diesem Fall. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, was das ist, aber hier haben wir die Defizienz in den Glucocerebrosidasen und hier haben wir eine Ansammlung der Glucosylceramide und Glucosylfungosine. Und die meisten systemischen Symptome sind das Resultat eines infiltrativen Phänomens in den mononuklearen Phagozyten. Und bei einer Transplantation, ja, bei Typus 1 kann man das noch heilen, aber sie können nicht überexprimiert sein
in den Kompartimenten. Im Vergleich zu dem, was wir bei PS1 getan haben, mit dieser Genexpression und diesen Promoterzellen, sehen wir den Reporter sehr deutlich. Sie können also die gleichen Plattformen nutzen, indem Sie die Promoters switchen und mit einer synthetischen Version hier arbeiten, dieser Proteine oder Genprodukte, die exprimiert wurde in diesem Makrophagensystem, um sicherzustellen, dass die Enzyme exprimiert werden und dass sie keine Auswirkungen haben in das Engraftment, aber dass wir die Typen haben, die wir brauchen. Das sind die Monozyten und Makrophagen. Und Sie sehen, mit dieser Differenzierung in dieser Kultur können Sie das Ergebnis sehen. Diese Zellen in vivo, sie können schöne Makrophagen erzeugen. Ein weiteres System, was wir etabliert haben. Wie helfen wir diesen Humanzellen, in Mäusen zu arbeiten? Wir haben diese transgenischen Mäuse, die immunokomprimiert sind, aber auch mit dieser Differenzierung arbeiten. Und Sie sehen, dass in den Zellen, hier haben wir diese Reporter, Sie sehen die Monozyten und beide, mal Mäuse und, also Mäuse und Menschen, haben diese positiven Makrophage und auch dieses Gewebe. Und wenn wir sie unter dem Mikroskop analysieren, haben wir wunderbare menschliche Makrophage, die sich auch bei Mäusen finden lassen. Und wir sind uns sicher, dass wir das erreichen können über diesen Ansatz. Hier ist eine Zusammenfassung von den In-vivo-Experimenten mit den ganzen Organen und Zugang zu den Produkten, aber auch kompliziertere Herstellungsverfahren und die Konditionierung. Und dann haben Sie auch den anderen In-vivo-Ansatz, wie ich erwähnt habe, der schwierig ist zu quantifizieren. Es ist schwierig zu wissen, was passieren wird. Einer ist schon klinisch unterwegs, der andere ist noch in einer präklinischen Phase. Wir müssen noch mehr Experimente durchführen, um dies bis 2023 zu vervollständigen. Ich würde behaupten, dass HSCT ein Potenzial haben für viele MPS-Erkrankungen, vielleicht nicht für alle. Aber, wie Sie alle wissen, sind die Vorteile dieses Ansatzes über dem Risiko liegen. Und damit dies möglich ist, müssen wir an zwei Dingen arbeiten. Zunächst einmal das Potenzial zu reduzieren von Komplikationen, indem wir die allogenischen Zellen einsetzen. Und darüber haben wir gesprochen, über die Entwicklung von sicheren Ansätzen, um diese Zellen zu modifizieren. Die Lentiviren, die habe ich schon erwähnt, sind ein guter Weg. Zweitens, und das ist schwierig zu verteidigen oft, wie verbessern wir die Konditionierung der Zellen, damit sie wirklich auch das Engraftment überstehen? Ich hoffe, die Probleme, die Einschränkungen dieser Präkonditionierung, wir wissen, es gibt Toxizität, es gibt geringe Gehirnaktivität und eigentlich niemand dachte an die Konditionierung der Gewebe. Das ist ein Nebeneffekt dieser Konditionierung. Es ist wichtig, die Konditionierung der Gewebe. Und an diesem Problem, denke ich, muss man arbeiten. Und Elina im Labor versucht, mehr diese gehirnspezifische Konditionierung für neurometabolische Erkrankungen einzusetzen, also eine abgezielte Clearance von Mikroglia und Makrophagen-Nischen. Hier haben wir wieder Mäuszellen bei immunokompetenten Mäusen. Und Lina versucht, hier Rezeptoren anzupeilen und Makrophage, Mikroglia, um die Migration dieser Zellen zu erhöhen in die Peripherie. Und Sie sehen hier in diesen Experimenten, diese Mäuse wurden transplantiert. Das sind
glückliche Mäuse. Sie wurden mit diesen Stammzellen transplantiert und dann analysieren wir die Gewebe. Was ich Ihnen zeige, ist das Gehirn. Denn das ist das, was Sie am meisten interessiert. Sie sehen, was passiert, wenn wir diese Hämmer haben für Mikrophagen. Wir gehen von 10% dieser Mikroglia, die vom Darm kommen, und so steigen sie. Sie sehen also, was für schöne Daten wir hier bekommen haben. Und eigentlich wurde die Effizienz sehr stark gesteigert, dieser Transplantationen, um CNS anzuzielen in anderen Organen. Und die Frage ist, können diese Hämmer an und für sich, auch wenn wir nicht 90% ersetzen müssen, aber vielleicht schon gewisse Prozentsätze für gewisse Erkrankungen, mit diesen Experimenten stellen wir fest, dass wir immunokomprimierte, kompromittierte Mäuse einsetzen, alle mit ähnlichen Werten. Wenn wir uns das Gehirn ansehen, gibt es nicht sehr viele Engraftments hier. Hier sehen wir ähnliche Werte, Zellwerte jetzt im Gehirn. Und vielleicht können wir die Konditionierung beiseite legen und können hier diese Migration erreichen durch die Hämmer. Ich hoffe, dass ich gezeigt habe, dass die Genomedition und die Therapien schon auf der Ebene des klinischen Tests sind, dass in vivo und ex vivo Ansätze sicher zu sein scheinen und dass die Effizienz noch bestimmt werden muss durch in vivo Edition mit ZVFNs oder für MPS1, MPS2. Und dass es viele Wege gibt, um eine Erkrankung anzuzielen. Und ja, wir hoffen, dass dieser Tisch immer größer wird, diese Gruppe immer größer wird. Und hier haben wir diese Tabelle für diese klinischen Versuche. Hier, naja, später. Einige sind fortgeschrittener als andere, aber wir hoffen, dass diese Tabelle wächst und größer wird. Und wir erwarten auch die Ergebnisse. Aber ich denke, dass die Genomedition wirklich auf der Höhe ist. Sie ist revolutionär bei genetischen Erkrankungen und es gibt viele Gründe, uns zu freuen. Und das, ja, ich möchte mich bedanken für Ihre Zeit. Und für auch die anderen Personen, die in den Laboren arbeiten und die hart daran arbeiten. Und danke der Institution, der Universität. Alle sind hier auf der Liste und die mich unterstützen. Und ich möchte mich ganz besonders bedanken bei dem Zentrum für seltene Krankheiten oder verwaiste Krankheiten, die diesen Ansatz verfolgt haben und den auch den Patienten näher gebracht haben. Vielen Dank. Okay, thank you very much. Ja, herzlichen Dank, Frau Gomez-Ospina, für diese Präsentation. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Wir haben nur eine Frage bekommen im Augenblick. Vielleicht bekommen wir noch mehr. Vielleicht bekommen wir noch mehr über die Webseite. Eine der Fragen, die gestellt werden, wie können Sie vergleichen? Sie haben den Eindruck, dass dieser Ansatz der Gentherapie besser ist als die Genedition im Moment. Was halten Sie davon? Können Sie das kommentieren? Also Gentherapie, die Abi benutzt? Nein. Nein, da geht es auch um einen Ex-Vivo-Ansatz. Es geht um Genome Editing. Können Sie vergleichen oder können Sie das kommentieren? Die Frage ist wahrscheinlich, können Sie etwas sagen zu Ihrem Ansatz, dem sicheren Hafen und diese Stammzellen versus anderen Ansätzen von Dr. Bigger und anderen? Ja, der Unterschied zwischen nicht angepeilten oder nicht zielgerichteten Viren oder anderen, die zielgerichtet sind, Genomedition, die zielgerichtet ist. Ich weiß es, man hat lange diese Antiviren entwickelt, aber wenn man ein zielgerichtetes System hat, kann ich aus Erfahrung sagen,
dass die Werte, also man kann nur ein oder zwei anpeilen. Es gibt keine multiple Möglichkeiten. Und diese Expressionsmuster, jede Zelle, die Expressionswerte sind sehr konstant. Wir haben nicht so viele Variablen. Und abhängig davon, ja, in Zukunft das Tracking, die Verfolgung, also man verfolgt ja nicht diese multiplen Aspekte in der Zeit. Und theoretisch wird es sicherer zu sein. Aber ich denke, dass es auch gültig ist, wenn man diese Kassetten integriert bei zielgerichteten oder nicht zielgerichteten Integrationen. Ja, ich glaube, zielgerichtet hört sich besser an, ist ein besserer Ansatz. Aber daran haben schon sehr viele gearbeitet bei Lentiviren. Diese neuen Konditionierungssysteme, von denen Sie gesprochen haben, für die Zellen, um CNS zu erreichen, die sind vielleicht auch nützlich, oder? Für diese zielgerichteten und nicht zielgerichteten Integrationen. Ja, für uns alle. Egal, ob wir Lentiviren bei Genomedition nutzen oder andere mit dem Potenzial von Stammzellentransplantationen für eine ganze Reihe von Krankheiten. Also was wir alles erreichen können mit RET, mit CNS, mit Bone. Und trotz unserer Arbeit mit Stammzellen, die Zellen sind immer noch mit denen wir am meisten Erfahrung haben, die wir modifizieren, die wir transplantieren. Und das Thema der Konditionierung, ja, das wird entscheidend sein. Ja, wir haben noch zwei weitere Fragen. Wir konnten sie leider nicht hören. MPS4. Haben Sie das auch eingesetzt bei MPS4? Ich habe versucht, mich vorzubereiten natürlich für diesen Vortrag. Und ich habe nichts gefunden, kein Proof of Concept, dass hier etwas getan wurde, kein Beweis. Ich glaube, man könnte natürlich unseren Ansatz leicht anpassen für MPS4 oder MPS6. Und vielleicht braucht man da das so noch nicht mal, wenn man zum Beispiel einen Bomber bekommt und es ersetzt werden kann. Oder bei CNS. Das könnte man vielleicht in Betracht ziehen. Und Genomedition mit Membranen wie bei MPS3. Sanfilippo, wird das irgendwann möglich sein? Die Enzyme sind hier nicht sekretiert. Jedes Enzym hat seine eigene Geschichte. Ich weiß, ich spreche immer von endosomalen Enzymen, aber manche sind schon sekretiert, andere nicht. Ich weiß, dass, und ich hoffe, ich bin voller Hoffnung in Bezug auf Daten. Über andere Erkrankungen, dass mit diesen Stammzelltransplantationen behandelt werden und die genau wissen, was da passiert. Und vielleicht kann diese Querkorrektur auch eingesetzt werden. Und dass man Komponenten hier teilen kann in anderer Art. Ich weiß nicht, ich kann nicht über MPS spezifisch sprechen, ob das funktionieren würde bei MPS3. Aber ja, man kann sich da seine Gedanken machen. Vielen Dank, Frau Dr. Ospina. Ich glaube, wir müssen jetzt unsere Arbeit fortsetzen. Vielen Dank. Und nun kommen wir zum nächsten Vortrag. Ich bedanke mich für die Vorträge und die Fragen. Ja, kommen wir zum nächsten Redner. Das ist der Professor Federico Mingozzi. Herr Dr. Mingozzi, auch er ist ein Experte im Bereich der Gentherapie.
Er ist wissenschaftlicher Berater und er wird nun einen Vortrag halten über den Fortschritt und die Herausforderungen der in vivo Gentransfer mit adeno-assoziiertem Virusvektor bei MPS. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Mingozzi, dass Sie uns nun diesen Vortrag halten werden. Sorry, I was mute. I was going to say thank you for. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Ich möchte mich auch bei den Organisatoren für die Einladung bedanken. In den nächsten 25 Minuten möchte ich Ihnen Beispiele liefern, wie die AAV-Vektoren genutzt werden und was wir erreichen können bei der Korrektur einer systemischen Krankheit. Und dann werde ich auch auf die Technologie eingehen. Also sehen wir, ja, wenn wir über die In-vivo-Gentherapie sprechen, dann haben wir ein Verabreichungsvehikel, das ist ein Vektor, den erkläre ich Ihnen noch gleich mit einem Transgen-Expressionskassette, die in den Organismus eingeführt werden. Ziel ist eine einfacher Eingriff mit einer teuren therapeutischen Expression, einer therapeutischen Transgenexpression. Und das Ziel ist natürlich ein lang anhaltendes Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil. Ja, die adeno-assoziierten Virusvektoren sind die Plattformen, die am häufigsten eingesetzt werden. Diese Plattformen schützen sich auf einen Virus, den es in der Natur gibt. Und hier haben wir kein Genom, das ein Virus kodiert. Aber ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen der Eigenschaften dieser adeno-assoziierten Viren. Das sind postmitotische Zellen, die nicht effizient genug in das Hostgenom, in das Wirtsgenom eingehen, unterscheiden sich also von diesen Plattformen. Es gibt sehr viele Daten aus präklinischen und klinischen Studien, die zeigen, dass diese Plattformen eingesetzt werden können zur Entwicklung von Arzneimitteln. Und im Rahmen von Mucopolysaccharidose gibt es Gentherapien und Studien dazu, die eben diesen adeno-assoziierten Virusvektor einsetzen. Bei AAV, ja, werden eine Reihe von Gewebsarten hier in Angriff genommen. Hier sehen wir, je nach Gewebe, in das bei dem die Gentherapie durchgeführt werden sollte, wird die systemische Infusion genutzt bei Leber, beim Zentralnervensystem, bei den Muskeln und anderen Organen, also das intravenös. Und spezifische Verabreichungen wurden auch für das Zentralnervensystem eingesetzt, zum Beispiel bei MPS, also auch hier die intraparenchymale oder intracerebroventrikuläre Verabreichung wurde eingesetzt, intrazisternale. Ja, ich möchte nun erklären, wo wir stehen. Ich habe hier diese Folie vorbereitet. Seit 20 Jahren arbeiten wir hier an diesen Themen. Seit 20 Jahren arbeiten wir an Gentherapie mit AAV-Vektoren. Wir haben mit einem Wirksamkeitsnachweis gearbeitet. Das ist ein Experiment aus dem Jahre 1997 bei Mäusen. Sie können die Lebermaus hier in eine Biofabrik verwandeln. Wir haben also 20 Jahre lang gebraucht, bis 2017, als diese klinische Studie veröffentlicht wurde. Das wurde dann auch bei Menschen übernommen, um zu zeigen, dass man hier schlüssig langfristige Expressionen erzielen kann mit bei
Hier haben wir einen Patienten mit Hämophilie B mit der Expression des Faktors 9. Das hat zu einer starken Verbesserung des klinischen Phänotypes bei Hämophilie geführt. Diese Patienten waren noch bevor ihrer Gentherapie. Und ich hoffe, Sie können meinen Kurs sehen. Also diese Patienten haben geblutet, auch wenn sie behandelt wurden. Und nach der Gentherapie oder nach der erhaltenen Gentherapie haben sie sehr viel weniger geblutet. Und das zeigt Ihnen schon, wie viel geleistet wurde zur Optimierung dieser Plattformen, aber auch zur Verbesserung des therapeutischen Potenzials dieser Adenovirus-assoziierten Plattform. Nun kurz zur Leber, denn in meiner Laufbahn habe ich damit gearbeitet, sehr lange, aber hier sehen wir auch sehr typische Merkmale, auch im Bereich der systemischen Krankheiten. Ja, die Leber ist ein Zielorgan bei Gentherapie. Das ist ein Organ mit einer sehr effizienten Maschinerie, sehr stark vaskulisiert. Proteine können sehr gut ausgeschüttet werden und zirkulieren. Und wenn wir etwas exprimieren, dann ist auch die mit den Hepatozyten, dann haben wir eine sehr geringe Immunogenizität. Wir haben zum Beispiel auch bei der Gentherapie gehört, dass die Immunogenizität einen wesentlichen Faktor darstellt. Es gibt auch schon extensive klinische Erfahrungen mit AAV-Vektoren in der Leber. Hier ein Beispiel unserer bei lysosomalen Speicherkrankheiten möchte ich Ihnen einige Daten zeigen mit einem Projekt, das in meinem Labor durchgeführt wurde. Das war ein Gentherapieprojekt bei Morbus Pompe. Das ist eine lysosomale Speicherkrankheit, die systemisch ist, die mehrere Organe betrifft, führt zu einer Mutation mit funktionslosem sauren Alpha-Glucosidase, GAA-Gen. Glykogen, es kommt zu einer Glykogenanhäufung im gesamten Körper mit unterschiedlichem Schweregrad, also bei Kindern ohne Enzymaktivität und der Morbus Pompe mit einem späteren verzögerten Ausbruch. Dort gibt es noch eine gewisse Enzymaktivität und behandelt wird dies mit der Enzymersatztherapie und mit dem rekombinanten humanen Alpha-Glucosidase. Es ist aber suboptimal, also auch aufgrund der Biodistribution des Proteins, die etwas eingeschränkt ist, vor allem im Zentralnervensystem. Ja, wenn wir also an Gentherapie denken, an die lysosomalen Speicherkrankheiten wie Morbus Pompe, ist es so, dass das fehlende Protein GAA immunogen ist, es muss korrigiert werden und oft ist es auch so, zum Beispiel gerade bei Morbus Pompe, dass auch hier das Zentralnervensystem stark betroffen ist. Die Chancen sind sehr gut vorgegeben. Also eine Großkorrektur ist möglich. Die Zellen können das Enzym vom Körper aufnehmen. Es gibt Tiermodelle, die verfügbar sind. Und es gibt auch bereits erste Ergebnisse aus Tiermodellen, die vielversprechend sind. Und 2017 haben wir dann damit begonnen, an einem Projekt zu arbeiten. Es ging hier um Morbus Pompe und wir wollten die Krankheit korrigieren. Es ging wirklich darum, die Krankheit aus dem ganzen Körper auszumerzen. Und gleichzeitig wollten wir eine Strategie finden, die weniger immunogen ist im Vergleich zu anderen Therapien. 2017 haben wir dann gezeigt, dass es möglich ist, das Enzym GAA zu erstellen, damit es sekretierbarer ist, dass es wirklich zirkuliert. Und wir wollten diese Strategie dann wirklich einsetzen zur Behandlung von Morbus Pompe. Das ist eines der Ergebnisse. Die Arbeit wurde im vergangenen Jahr veröffentlicht. Sie
sehe, wenn Sie einen AAV-Vektor haben, der diese sekretierbaren Formen von GAA im Leben haben, dann können Sie einen Vorteil, das haben wir bei den Mäusen mit Pompe gesehen. Hier sind Mäuse, die diese sekretierbare GAA erhalten haben, haben überlebt, und Tiere, die eine native Form des GAA-Gens erhalten haben, haben nicht überlebt. Das zeigt, dass das Enzym bioverfügbar ist, und wenn es bioverfügbar ist, dann kann es sehr viel besser im ganzen Körper aufgenommen werden, auch mit einer niederen Vektordosis. Das ist ein Endpunkt. Wir haben auch gezeigt, also die Ganzkörpererholung einer Glykogenanhäufung, einschließlich in Muskel, Zwerchfell, Herz und Zentralnervensystem. Wir wollten diese Arbeit weiter fortführen und wollten die therapeutische Wirksamkeit dieser Gentherapie mit der Standardbehandlung vergleichen für die Behandlung von Morbus Pompe. Das ist nämlich die Enzymersatztherapie. Wir hatten also eine Mäuse mit Pompe, sie waren immunodefizient. Wir konnten also die Enzymersatztherapie hier durchführen. Und wie Sie hier auf diesem Schaubild sehen, haben diese Mäuse eine einzelne Dosis erhalten mit einem AAV-Vektor. Wir haben unterschiedliche Dosiswerten oder die 2 Wochen lang die Enzymersatztherapie, und das war auf 4 Monate angelegt, und haben diese Ersatztherapie alle 2 Wochen erhalten. Hier möchte ich Ihnen die Glykogen-Clearance zeigen in den unterschiedlichen Geweben. Wenn wir uns also wenn wir uns das Herz ansehen, dann wir wissen ja, das Herz ist ein sehr durchlässiges Gewebe, also nimmt die Enzyme auf. Wenn wir das Herz anschauen und die Enzymersatztherapie in Rot mit der Gentherapie in Schwarz vergleichen, sehen wir, dass wir über alle Gruppen hinweg eine sehr gute Korrektur der Glykogenanhäufung haben. Und wenn wir dies nun vergleichen mit Mäusen, mit Pompemäusen, mit PBS, die mit PBS behandelt wurden, sehen wir, und dann auch mit dem Wildtyp. Aber wenn wir beim Trizeps und beim Quadrizeps, wenn wir uns das dann dort ansehen, das ist ein Gewebe, die etwas widerstandsfähiger sind gegenüber der Korrektur mit Enzymersatztherapie. Die Enzymersatztherapie korrigiert die Glykogenanhäufung in diesen Muskelgruppen nicht. Das sehen wir in Rot, und Gentransfer mit einem AAV-Vektor. Ja, damit konnten wir eine dosisabhängige Korrektur der Glykogenanhäufung erzielen, konnten diese Werte senken im Vergleich zum Wildtyp. Und als wir versucht haben, das andere Ende der Krankheitskorrektur zu sehen, haben wir uns die funktionellen Aspekte der Krankheit angesehen, und haben wir hier eine sehr gute Korrektur erkannt bei den Rundgliedmaßen. Und auf der anderen Seite sehen wir die Enzymersatztherapie. Da konnte der Muskelphänotyp hier nicht wieder hergestellt werden. Das bestätigt, was wir auch festgestellt haben mit dem, was wir schon vorher festgestellt haben. Das sind sehr vielversprechende Ergebnisse, und als wir uns das Zentralnervensystem hier genauer angesehen haben, haben wir erkannt, wie auch vorhergesehen haben, dass die Enzymersatztherapie die Glykogenanhäufung hier im Rückenmark und im Gehirn nicht
korrigiert hat, aber bei den Tieren mit Gentherapie haben wir hier eine dosisabhängige Korrektur vorgenommen und wir konnten die Werte verringern, auch hier mit der, und auch beim Gehirn konnten wir einen Anstieg, einen beträchtlichen Anstieg des Inhaltes sehen, auch mit der höchsten, mit dem höchsten Inhalt, der immer noch dann höher war als bei Wildtyptieren. Ja, was uns diese Ergebnisse zeigen, ist ja, dass sie sehr interessant sind und die Gentherapie hat ein Potenzial für eine höhere, bessere Wirksamkeit im Vergleich zur herkömmlichen Enzymersatztherapie. Und die stationäre Expression der Proteinfusionstherapie würde vielleicht eine bessere therapeutische Wirksamkeit vermitteln im Vergleich zur klassischen Therapie, die mit Enzymersatztherapie assoziiert ist. Dabei werden sehr viele Enzyme verabreicht. Hier im unteren Teil dieser Folie möchte ich Ihnen eine Arbeit zeigen, die wir durchgeführt haben. Wir haben versucht, dies auch in vivo wiederherzustellen. Das wird schon sehr bald veröffentlicht werden. Hier haben wir den Bereich unter der Kurve berechnet, die Enzyme bei Mäusen mit Pompen nach Enzymersatztherapie im Vergleich zum grauschattierten Bereich. Das ist Gentherapie. Das Interessante hier ist Folgendes. Wenn Sie den Bereich unter der Kurve hier berechnen, also bei Skelettmuskeln, das ist ja ein Gewebe, das relativ widerstandsfähig gegenüber Enzymersatztherapie ist. Und wir sehen, dass die Bioverfügbarkeit des Enzyms bei Gentherapie und hier auch mit der niedrigsten Dosis, und das ist statistisch gesehen immer noch höher, ist im Vergleich zur Enzymersatztherapie. Und das ist ein Modell, mit dem man erklären kann, warum und wie Gentherapie wirksamer sein kann als die Enzymersatztherapie. Diese Arbeit wurde fortgeführt, gute Fortschritte konnten erzielt werden. Ich zeige Ihnen jetzt nicht alle Daten hierzu, aber wir waren in der Lage, eine Anhäufung von Enzymen zu erkennen. Bei der Messung haben wir die lysosomale Form der GAA hier berücksichtigt, also Alpha-Glucosidase. Hier sehen wir dosisabhängige Anhäufung von lysosomalen GAA in den unterschiedlichen Geweben bei nichtmenschlichen Primaten und die Leberexpression von GAA, diese Affen hatten ja nicht Morbus Pompe, aber die Expression von Alpha-Glucosidase in der Leber der Affen war sicher. Und das bringt mich jetzt zum ersten Teil meiner Präsentation. Ich möchte sagen, dass der Ansatz dieser Expression der lysosomalen Proteine in der Leber von Mäusen zeigt eine verbesserte Therapieeffizienz im Vergleich zur Enzymersatztherapie und eine körperweite Korrektur der Krankheit. Das hat etwas mit der Pharmakokinetik von GAA zu tun und auch der Bioverfügbarkeit. Und jetzt werden Patienten rekrutiert für eine Studie mit Gentherapie und mit dem sekretierbaren GAA bei Patienten mit Morbus Pompe. Ja, wichtig auch hier bei der Translationsforschung und der Übertragung in die Klinik,
Dabei kann man wirklich auch die Technologie erkennen und auch die Hürden verstehen, also die wichtigsten Merkmale der Gentherapie. Hier möchte ich immer über Wirksamkeit, Sicherheit, Vorhersehbarkeit und Dauer sprechen. Dadurch kann man verstehen, welches die größten Herausforderungen sind, vor denen man mit der Gentransfer steht. Ja, auf den kommenden Folien werden Sie das Thema der Antikörper sehen gegen die AAV-Vektoren. Es gibt es bei Menschen. Wir sind ja natürliche Wirte. Wir haben Antikörper gegenüber diesen Vektoren, auch wenn wir nie Gentherapie erhalten haben. Und der zweite Punkt, und das sehen Sie auch aus dieser Tabelle, und das hat etwas mit der Wirksamkeit zu tun. Eine Transaktion kann verhindert werden und auch eine Vorhersehbarkeit des Ergebnisses des Gentransfers. Dann im Zusammenhang mit Antikörper-Gentherapie wird ja nur einmal verabreicht. Nach dem ersten Eingriff entstehen Antikörper gegen den AAV-Vektor. Und das ist ebenfalls ein Thema, das mit Wirksamkeit, Vorhersehbarkeit und Dauer zusammenhängt. Ja, hier ein Beispiel. Das ist eine Studie, die wir im vergangenen Jahr veröffentlicht haben. Damit möchten wir zeigen, dass das sind Menschen, die einen AAV-Vektor erhalten haben, also nach Gentransfer. Wir sehen mit einem sehr hohen Titer bei diesen Patienten konnten wir die Gentherapie nicht erneut durchführen aufgrund dieses hohen Antikörpertiters. Wir mussten daher Lösungen finden für die weitere Verabreichungen von adeno-assoziierten Vektor. Noch ein weiterer Punkt. Hier die Dauer hinsichtlich von Gentransfer. Ich möchte Ihnen einige Daten zeigen aus Studien und die Gentherapie bei Kindern auf der Grundlage des Mausmodells. Bei einer Mausleber sehen wir eine Phase des exponentiellen Organwachstums und dann geht es wieder zurück. Wenn Sie Gentransfer durchführen mit einem Vektor bei diesem exponentiellen Leberwachstum, erwarten Sie sich, dass die Wirksamkeit von Gentransfer zurückgeht. Da die AAV-Vektoren hier nicht integriert werden und dass die Daten zeigen Ihnen also bei Kinderkrankheiten, wie viele dieser MPS. Und dann müssen Sie daran denken, wie Sie den Vektor erneut verabreichen können. What can we do to overcome? Ja, wie kann man das Thema der Antikörper überwinden? Es geht darum, dass noch mehr Patienten hier eingeschlossen werden, dann eine neue Dosisgestaltung zur Anpassung oder Erhaltung der Transgenexpression. Es gibt unterschiedliche Strategien. Ich möchte mich auf einige wenige Daten konzentrieren, die ich Ihnen zeigen möchte. Zum Beispiel bei der Entfernung von Antikörpern aus der Zirkulation, damit die adeno-assoziierte Virusvektorverabreichung durchgeführt wurde. Das fand im vergangenen Jahr statt. Hier sehen Sie, das ist eine klinische Studie. Es wurde gezeigt, dass man ein Enzym einsetzen konnte, das Immunoglobulin G hatte. Das ist ein Enzym von Streptococcus pyogenes, IgD, die Abkürzung. Wenn Sie dieses Enzym bei Menschen einsetzen, erkennt man das nach einer Verabreichung von IDES, kommt es zu einer starken Verringerung der Immunoglobuline G. Aber das ist nur ein vorübergehender Rückgang. Das Enzym hat noch keine Wirkung. B-Zellen produzieren weiterhin die Immunoglobulin G und innerhalb von Tagen steigen diese Werte an.
Das Sicherheitsprofil ist also sehr, sehr gut. Ja, dann haben wir uns gefragt, warum versuchen wir das nicht auch in der Gentherapie einzusetzen? Das wäre vielleicht auch nützlich, um die Antikörper gegen AAV zu entfernen. Wir haben ein Experiment durchgeführt. Hier sehen wir das menschliche Serum. Hier wurde in Verbindung gebracht mit diesem Enzym. Dadurch sind dann Antikörper entstanden. In vitro ist es einfach, etwas durchzuführen. Und bei unser Modell war etwas komplizierter, also dieses Mausmodell, das ist ein passives Immunisierungsmodell. Die Maus hat humane Immunoglobuline erhalten, IDS, ja. Und dann haben wir das Tier mit IDS behandelt und dem adeno-assoziierten Virusvektor, nachdem gereinigtes Immunoglobulin G eingeführt wurde, haben die Antikörper haben, wie wir hier sehen, durch die Behandlung mit IDS sind die Antikörper entfernt worden. Und beim Gentransfer mit diesen Tieren haben wir festgestellt, dass mit der Entfernung der Antikörper die Leberaktivität oder die Transduktion wiederhergestellt werden konnte. Dieses Mausmodell ist das beste Modell für Gentransfer. Und wir wollten hier eine sehr klare Vorgabe finden. Das ist nämlich die erneute Verabreichung. Die Tiere haben einen AAV-Vektor erhalten. Wir haben 300 Tage abgewartet, haben das Tier mit IDS behandelt und dann wurde der Vektor verabreicht. Wir haben Folgendes festgestellt. Also die Behandlung mit IDS, dies hat zu einem Rückgang des Antikörpertiters geführt. Wir sehen hier diese Enzyme. Die Kontrollgruppe hatte keinen wesentlichen Rückgang des Antikörpertiters. Der zweite Vektor hatte einen Faktor 8 Transgen. Es war im Plasma nachweisbar. Und wir waren in der Lage, die Lebertransduktion wiederherzustellen mit dieser Strategie. Und das ermöglichte eine Vektorverabreichung. Und wir arbeiten also an dieser Technologie, die wir so weiterentwickeln möchten. Und somit komme ich auch zum Ende meines Vortrages. Nur etwas kurz zur translationalen Gentherapie. Hier einige Konzepte. Wenn die Technik mir dies erlaubt, Mausmodelle mit Gentherapie funktionieren sehr gut und da sehr gute Wirksamkeitsnachweise erbracht werden. Das ist also, sind wirklich sehr wichtige Tools, aber die zum Beispiel bei komplexeren Organismen hat man dann aber trotzdem auch Schwierigkeiten bei größeren Tiermodellen. Das funktioniert natürlich besser, da man hier die Vektorverteilung besser nachverfolgen kann und auch eben aufgrund der Immunogenizität dann krankheitsbezogene Pathologien, Krankheitsverlauf, genetische Faktoren, Endpunkt. Und in den 20 Jahren der Gentherapie haben wir einiges gelernt, auch zur Immunogenizität und des AAV-Vektors. Und wir haben gesehen, bei Studien mit Menschen haben wir also die verschiedenen kritischen Punkte. Und es gibt einzigartige Faktoren, die nur für den Menschen gelten, die sehr schwierig bei Tiermodellen festzustellen sind. Dann weitere Endpunkt, Biomarker, die nicht im gesamten Translationsprozess die gleichen sind. Wir müssen Hypothesen, Annahmen in unterschiedlichen Umständen testen, aber die klinischen Studien sind sicherlich die wichtigsten Punkte. Ja, ich möchte mich bei vielen, vielen Menschen bedanken, die hier an diesen Studien mitgewirkt haben. An der Universität Sorbonne, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Spark, die jetzt mit mir zusammenarbeiten, also die Leute von Spark.
Und hier sehen wir die akademischen Sponsoren der Arbeit, die ich Ihnen vorgestellt habe. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Federico, für diesen interessanten Vortrag. Vielen Dank für diesen Überblick auch bei MPS. Also sehr nützlich zu sehen, wie dies eine Lösung sein kann für die Behandlung. Wir haben jetzt noch keine Fragen erhalten, aber was meiner Ansicht nach sehr interessant war, ist zum Beispiel bei diesem Pompe-Modell, das Sie vorgestellt haben, sind Sie in der Lage, Enzyme zu finden. Zum Beispiel im Rückenmark können Sie dies korrigieren mit dieser Gentherapie. Haben Sie das auch im Gehirn durchgeführt? Haben Sie das Protein gefunden oder nur die Korrektur? Wir haben beides gefunden, Proteine, und wir haben auch die Korrektur von Glykogen dann feststellen können. Und bei der Überquerung der Blut-Hirn-Schranke ist es schwierig, und das wissen wir auch bei monoklonalen Antikörpern, denn nur 1% dann gelangt ins Gehirn, zum Beispiel bei monoklonalen Körpern, bei Alzheimer. Das ist das große Thema, weil es nicht wirksam genug ins Gehirn gelangt. Es gibt aber einen weiteren Bereich, denn wenn wir dieses Pick and Draft der Proteinersatztherapie verändern mit Steady State, dann ist der Transport wirksamer und dann kann man hier eine größere therapeutische Wirksamkeit auch im Zentralnervensystem erhalten. Man kann dies auch perfektionieren. Natalia hat es erwähnt, zum Beispiel mit einer besseren Aufnahme. Man kann es besser gestalten und auch der Mechanismus der Durchquerung der Blut-Hirn-Schranke ist ja noch nicht vollständig bekannt, und daran können wir arbeiten als einer weiteren Strategie bei der Behandlung von Krankheiten des zentralen Nervensystems. Wir haben eine Frage. Die Enzyme IDS, können die auch zweimal eingesetzt werden? Einmal ist das möglich, und bei der zweiten Verabreichung entstehen dann Antikörper. Ja, das ist ein bakterielles Enzym. Sie benutzen ja kein... wir haben Experimente durchgeführt. Wir haben keinen Rückgang der IDS-Aktivität feststellen können, die verursacht wurde durch Antikörper gegen IDS. Aber in Abhängigkeit der Dosis können Sie eine gewisse Neutralität erzielen. Was wir aus der es gibt hier eine klinische Studie auch für die Transplantation, wenn ein Patient IDS erhält, entstehen Antikörper, und innerhalb von 6 Monaten werden die wieder dann abgebaut. Also sie sind nicht ständig vorhanden. Vielen Dank, Federico. Es gibt sicherlich noch mehrere Fragen, aber leider müssen wir hier vorankommen. Wir haben noch den letzten Redner. Es ist mir eine Ehre, Frau Monica Justice vorstellen zu dürfen. Frau Justice ist Verantwortliche für Genetik an der Universität von Toronto in Kanada. Und wir freuen uns, dass sie uns zugeschaltet ist. Sie ist eine Expertin in vielen Bereichen, und sie wird heute einen Vortrag halten von Gentherapie Unterstützung. Also bitte, Frau Dr. Justice, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Fatima. Es ist wunderbar, hier zu sein. Danke auch der Organisation für die Einladung. Obwohl ich mir wünschen würde, in Barcelona zu sein, anstatt hier. Aber heute möchte ich ein wenig darüber sprechen, wie eine ganze Reihe von Modellorganismen
beitragen können zu unserer Forschung. Die Maus ist ein gutes Modell, aber es gibt andere Organismen, die vielleicht noch besser sind. Und ich möchte dafür eine Erkrankung nutzen, mit der ich arbeite, das Rett-Syndrom, als Paradigma für die Forschung bei seltenen Erkrankungen. Und das finden Sie auch im Internet. Und ich möchte Ihnen auch zeigen, wie die Mausgenetik genutzt werden kann, im Falle von Rett-Syndrom, aber auch bei anderen Krankheiten, und zeigen, wie diese Modellsysteme die Probleme lösen könnten für seltene Krankheiten in Zukunft. Seltene Krankheiten sind eine große Last für unsere Population, und kombiniert haben sie mehr Auswirkungen als AIDS und Krebs, aber die meisten haben keine FDA zugelassene Behandlung. Und wir haben in Kanada CanGuard, und das ist ein Verband, eine Organisation für diese seltene Krankheiten. Ja, wir können diese seltenen, diese Modelle nutzen, um das zu verstehen, wie sie funktionieren, was die Ursache ist dieser seltenen Krankheiten. Aber diese Modellorganismen kann man auch einsetzen, um die Mechanismen und die Therapien zu erforschen, wie Sie ja bei den ersten Rednern gesehen haben dieser Sitzung. Das ist eine Reihe, das sind eine Reihe von Themen, über die wir berichtet haben. Und ich war auch bei einem Magazin bei einer Veröffentlichung, die sich damit beschäftigt hat. Und Sie sehen, dass wir viele Tiere dafür einsetzen können, von groß bis klein. Aber ein Modellorganismus auszusuchen oder sich zu entscheiden, ist wichtig. Man muss nämlich die Gültigkeit prüfen. Ja, vor kurzer Zeit gab es viel Aufruhr, weil es klinische Studien gab an der Maus, die sich nicht übersetzen ließen in Menschen. Und diese Modelle waren keine gültigen Modelle für die Erkrankung. Und wenn wir diese Entscheidung treffen, müssen wir einiges berücksichtigen. Wir müssen die Gesichtsgültigkeit sozusagen betrachten, also dass sie ähnliche biologische Funktionen haben, aber dass sie eine Reflexion auf das Phänotyp haben. Also wir müssen uns wirklich überlegen, dass wir wirklich dieselben Gene untersuchen und dieselben Mutationen, die wir bei den Menschen vorfinden. Und es kann noch besser werden, wenn wir diese prädiktive Gültigkeit haben oder diese Zielvalidität haben. Da haben wir den gleichen Mechanismus, aber die Resultate sind anders. Und ich fand auch das Beispiel von Dr. Gomez-Ospina sehr, sehr nützlich mit ähnlichen Ergebnissen. Die Mausmodelle sind die üblichsten Modelle, die eingesetzt werden, weil sie viele Ähnlichkeiten haben mit den Menschen, aber auch weil Mäuse auch 95% ihrer Gene, auch bei die in Menschen sind, die können auch bei Mäusen gefunden werden. Mäuse haben auch genetische Ähnlichkeiten, auf die ich jetzt eingehen werde. Und man kann wirklich irgendwelche Mutationen nachahmen bei Mäusen. Das Rett-Syndrom ist ein Paradigma der seltenen Krankheiten, denn es ist sehr weit vorangeschritten aufgrund der Modellunterstützung, die wir bekommen haben, oder Gruppen, die finanziert wurden, die Finanzierung gefunden haben, als es keine gab, und die dazu beigetragen haben, aber auch, weil sehr viel getan wurde in Modellorganismen. Das Rett-Syndrom hat eine Prävalenz von 1 bis 10.000 weiblichen Geburten. Die meisten Fälle, 95, werden durch einen Verlust der Funktion in den Mutationen von Methyl-CpG Protein 2. Und normalerweise sind die Mädchen normal, sie entwickeln sich normal. Und dann verlieren sie die Fähigkeit zu sprechen. Viele motorischen Fähigkeiten verlieren sie, auch die sozialen Fähigkeiten. Und sie entwickeln sogar autistische Züge. Die Jungen, die dieselben
Mutationen erben, die sterben an Enzephalopathie, und bei den milderen Mutationen, die haben dann normalerweise mit der intellektuellen Behinderung zu tun und Autismus. Ist das Rett-Syndrom, das bindet DNA und reguliert andere Gene. Es ist ein epigenetisches Protein. Es ist schwierig zu studieren. Es tut alles bei Funktionen. Es moduliert, es reprimiert, es aktiviert, es bindet, es verdichtet. Und was wir hier sehen können, ist, dass diese unterschiedlichen Mutationen auch unterschiedliche Schweregrade der Krankheit verursachen können. Und wir haben auch diese Chromosomenaktivierung, die zu unterschiedlichen Symptomen führen kann des Rett-Syndroms. Und das bedeutet, dass es schwer zu studieren sein kann. Die Mäusemodelle können uns dabei helfen. Das Erste, was entwickelt wurde, waren diese MECP2-Mutation mit einem fehlenden Protein, und die Phänotypen waren auch ganz verändert, aber sie haben ähnliche Phänotypen entwickelt, die Mäuse, wie die Patienten mit den Symptomen, die immer sich verschlimmert haben, nach und nach, und die haben Aktivität verloren, sie hatten Probleme mit dem Lesen, auch mit dem Muskeltonus. Und die Symptome haben sich weiterentwickelt in der Zeit. Aber zusätzlich dazu haben wir die Möglichkeit, bei Mäusen traditionelle Mutationen oder ein Pre-Lock-System einzusetzen, mit dem wir ein Gen löschen können und spezifische Zellen, so dass wir auch MECP2 löschen können, zum Beispiel in der Leber, in der Lunge, in vielen Teilen des Gehirns, und so, dass wir auch verstehen können, was dieses Gen in diesem Individuum alles anrichtet. Und wie Frau Dr. Gomez-Ospina gesagt hat, haben wir eine genetische Revolution. Und da können wir die Cas9-Technologie einsetzen, um diese präzisen Mutationen zu erreichen und um die Patientenmutationen gut zu verfolgen. Diese Vielfalt von Mutationen, die haben natürlich ihre Auswirkungen auf die systemischen Funktionen, und die besagen viel über den Mechanismus der Zellentwicklung und auch des Schweregrades. Dieses Engineering zeigt uns, dass die Löschungen, die Mutationen, und eine dieser Mutationen, eine übliche Mutation, die ist nicht sehr, sehr schwer, aber diese R1313-Mutation ist eine der wichtigsten. Diese Erkrankung war entscheidend für uns, als wir festgestellt haben, dass wir oder Adrian Byrne festgestellt hat, dass er die Technologie einsetzen kann, um die Expression zu reaktivieren dieser Gene. Und die neurologischen Phänotypen wurden umgekehrt nach Einsetzen der Symptome. Und das ist ein Experiment, das wir uns gerne wünschen würden für alle Krankheiten, denn das Rett-Syndrom war nicht heilbar damals. Aber wir wussten noch nicht, wo wir beginnen sollen, denn das DNA wird auf allen Ebenen zum Ausdruck gebracht, wird exprimiert, und das führt auch zu Funktionsverlusten. Wir haben uns angesehen, was passiert im Menschen. Diese Modifizierer, die haben einen Einfluss auf das Resultat. Und hier haben wir ein Beispiel dafür. Die unterschiedliche Patienten mit derselben Mutationen können eine ganze Reihe von systemischen Problemen haben an verschiedenen Organen, je nachdem, wo sie modifiziert wurden. Und die Modifizierer sind etwas, was etwas verändern können. Und die genetischen Modifizierer, die führen zu einer Reihe von Symptomen. Die Modifizierer-Screens sind sehr üblich in Fruchtfliegen zum Beispiel und Würmern, und aber werden nicht, MECP2 wird nicht in jeden Organismus festgestellt. Und wir haben uns überlegt, was können wir in dieser Richtung tun? Eine Mutation ist ein unbekanntes Gen, was man mit Phänotypen pathologisch verbessern kann. Und deswegen haben wir alternative Therapien identifiziert. Und das haben wir unternommen. Wir haben Mäuse behandelt mit einer chemischen Mutante,
dieser Substanz und wir haben diese Mutation dann den Mäusen übertragen. Nach ein paar Wochen hatten wir Mäuse mit MEC2+. Und was wir hier suchen, ist, dass diese Mäuse normalerweise nach 16 Wochen sterben würden. Und wir haben nach einer neuen Mutation gesucht, die die Symptome verbessert und auch die Autonomie verbessert. Was haben wir gefunden? Wir haben Mutationen gefunden von Genen, die die Verbindungsstruktur des DNA beeinträchtigen, so wie bei MEC2. Wir hatten Mutationen, die auch die neuralen Synapsen beeinträchtigen und Mutationen, das ist wichtig, die die Integrität des DNA beeinträchtigen. Aber wir haben auch Mutationen gefunden, die wir nicht erwartet haben in den Stoffwechselgenen, vor allem im Stoffwechselsystem. Das heißt, wir hatten Gene, die Cholesterin produzieren oder die die Energie regulieren. Und das hat uns sehr interessiert, weil der Stoffwechsel kann natürlich auch durch eine Diät reguliert werden oder modelliert werden und auch durch Medikamente. Und wir haben festgestellt, dass übliche Medikamente gegen Cholesterin zum Beispiel, dass die auch klinisch nützlich sein konnten. Und zwar niedrig dosiert bei männlichen und bei weiblichen Mäusen nach einiger Zeit. Und das hat natürlich zu sehr guten Resultaten geführt. In Zukunft denke ich, dass diese genetischen Anwendungen natürlich die Gesundheit der Patienten verbessert werden, wenn wir die Netzwerke, die Modifizierer und die Signalbahnen identifizieren. Das wird zu einem Fortschritt in der Therapeutik und auch in der Gentherapie bringen. Aber was wir brauchen, sind Modellorganismen für alle seltenen Krankheiten, so dass wir sowohl ihre Ursache verstehen können, ihren Mechanismus. Und das ist nur ein Beispiel von einer Reihe von Modellorganismen, die sehr nützlich sind, um Modifizierer zu identifizieren. Aber auch wenn wir Therapien finden, gibt es viele Barrieren in diesen Therapien. Und ein Beispiel dafür ist dieses hier, die potenziellen therapeutischen Ziele für das Rett-Syndrom. Die sehen wir hier, MEC2, aber auch viele Targets, viele Ziele, die sich unterhalb befinden, dieser Signalwege. Und Sie sehen, dass es Modifikationen gibt. Es gibt nicht genügend Modifizierer, es gibt nicht genügend Strategien oder nicht genügend klinische Versuche für all diese seltenen Krankheiten. Ich glaube, dass wir wirklich beginnen sollten, das zu nutzen. Ich glaube, MPS ist ein gutes Beispiel. Wir müssen neue Signalwege finden für Stoffwechselkrankheiten und wir müssen sie dann anpassen, diese Behandlungen. So, ich werde es hierbei belassen und ich bedanke mich bei meinem Labor und auch beim Zentrum für Phänogenomik. Sie sind wirklich ein wunderbares Zentrum, die es uns erlauben, unsere Arbeit durchzuführen und auch all die, die uns finanzieren, das Canadian Institute for Health Research und Angel Everbond für therapeutische Fragen. Vielen, vielen Dank, Dr. Justice, für diese sehr schöne Präsentation und auch dafür, dass Sie die Wichtigkeit, die Bedeutung der Mausmodelle gezeigt haben, nicht nur der Mäuse, sondern anderer Organismen, um die Pathophysiologie zu verstehen dieser Krankheiten. Ich denke, das ist sehr wichtig im Bereich von MPS, denn es gibt so viele Mutationen für all diese Krankheiten in der Gruppe und Ihre Empfehlung, einfach besser zu verstehen, wie diese Krankheiten funktionieren. Ja, da könnte man vielleicht zugreifen auf andere Tiere mit dieser Cas9-Technologie und sie dann alle zu vergleichen. Für MPS1 bis MPS7. Was glauben Sie für die Zukunft? Wie sieht die aus? Ich glaube, wir brauchen ein Modell für jede Mutation. Denn ein Beispiel ist, man kann zum Beispiel nicht wissen, ob eine Therapie funktionieren wird für jede einzelne Mutation. Und was in den USA passiert zurzeit in dieser Forschung, ist, dass Modellorganismen und Screening Centers entwickelt werden. Ein Zentrum konzentriert sich auf Würmer und Fruchtfliegen, die andere auf Mäuse. Aber was sie machen, sie
ahmen jede Mutation nach und sie wollen sie schnell durchscreenen können und suchen nach etwas, was funktioniert bei diesen Mutationen. Was ich sagen würde bei MPS, es ist wichtig vielleicht herauszubekommen, wie viele dieser Gene die normalen Signalwege nutzen und kann man sie behandeln für diesen Signalweg, anstatt jetzt jedes Gen zu untersuchen und zu behandeln. Ja, das ist eine weitere Gelegenheit, um auch gemeinsame Wege zu finden für diese Erkrankungen. No se pierdan, por favor. Sorry, there is some increases. Okay, entschuldige Sie. Es gibt keine Fragen für Sie auf der Website. Ich glaube, Ihre Präsentation war sehr, sehr deutlich und Sie haben auch die Bedeutung hervorgehoben dieser Modellorganismen, die auch bei der letzten Folie von der letzten Rede hervorgehoben wurden. Wir brauchen gute Tiermodelle, um Versuche durchzuführen, denn die Mäuse sind nicht immer die besten, weil sie nicht immer die Phänotype, die menschlichen Phänotype reproduzieren. Und dann muss man eben ein anderes Modell finden. Aber wir haben immer Probleme. Viele sind sehr teuer und sehr kompliziert bei der Arbeit. Und ich denke, wir brauchen immer noch diese kleinen Tiere wie Mäuse oder Ratten und versuchen zu verstehen, dass, ich weiß nicht, wie der Schritt ist dann zu größeren Tieren. Federico, ich weiß nicht, was Sie davon halten. Und Sie betonen, dass wir diese Daten brauchen, bevor wir zu Menschen überschreiten. Denn Monika hat auch gesagt, wie wichtig es ist, dass, ja, oder wie groß die Unterschiede sind zwischen Mäusen und Menschen. Ich weiß nicht, ob Sie etwas hinzufügen möchten, Sie beide, zu dieser Diskussion zu den Modellen oder den Modellorganismen, bevor wir zur Klinik übertreten, nur um diese Sitzung abzuschließen, wenn Sie etwas hinzufügen würden. Natalia, möchten Sie vielleicht etwas hinzufügen? Denn das war eine Sitzung für neue Technologien und wir haben heute Nachmittag sehr viele erfahren. Es war wirklich eine sehr interessante Sitzung. Ich weiß nicht, ob Sie etwas hinzufügen möchten, nachdem Sie sich gegenseitig zugehört haben. Sie waren sehr komplementär. Auch vielleicht für die Audienz. Ich möchte nur eine Frage stellen an Herrn Mingozzi. Er hat gesagt, es wäre schön, größere Tiermodelle haben oder nicht-humane Primaten. Aber wie sieht es aus mit zum Beispiel mit dem Cas-Engineering? In vielen Fällen kann das eingesetzt werden. Oder vielleicht größere Tiermodelle, die nützlich sein können für Gentherapie, und CRISPR-Technologie. Ja, absolut. Vielleicht war ich zu konkret, ohne Absicht oder ohne es zu wollen. Ich glaube, dass große Tiermodelle diese Modelle Vorteile anbieten. Ich kann einige erwähnen, zum Beispiel, wenn Sie versuchen, CNS-Gentransfer zu machen, dann ist das sehr unterschiedlich, wenn Sie das in einer Maus machen oder in einem Menschen. Aber bei einem kleinen Schwein, das wäre ein perfektes Modell. Und es gibt noch viele andere Beispiele, auch für die Leber zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel an die Affen gedacht. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass die Maus bei Gentransferen, natürlich mit den Lektoren, normalerweise immer überschätzt, was wir sehen können, über 50 und 100 Mal. Und dann gehen wir zum Affen und dann sehen wir die Realität. Die ist viel angepasster an das, was man bei Menschen erreichen kann. Aber ich glaube nicht, dass der Affe das einzige Modell ist. Ich glaube, wir müssten uns davon entfernen, denn es gibt viele Probleme in Bezug auf den Ursprung dieser Tiere, auch ethische Probleme. Also ich denke, dass wir auch noch andere Modelle finden könnten. Und die kleinen Organismen, ja, allgemein gesehen, die sind leicht zu korrigieren oder zu bekommen. Und es ist gut, wenn wir etwas zwischendrin finden könnten. So, ich glaube, wir müssen jetzt unseren Teil abschließen. Vielen Dank an alle für diese wunderbare Präsentation und danke dem Publikum für ihre Beiträge. Und nun müssen wir zum nächsten Teil. Vielen Dank.